Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 3. Wir sind gerade aus der Höhle zurück und denken uns, what the fuck, wo ist ein Buck? Der ist wieder in seiner Hütte, also begeben wir uns mal zu Bucks Hütte. Nach Bat-Town. Wo es gar nicht so viele Betten gibt, deswegen ist es ein seltsamer Name. So. Bin ja mal gespannt, ob er irgendwann der C4 unterm Tisch auch wirklich zündet. Wo ist er denn jetzt? Hat der eine Hütte außerhalb von Bat Town? Wenn ja, wie kommen wir da hin? Wir versuchen es jetzt einfach mal hier hinten lang. Das ist natürlich total super, Alter. Ich dachte, okay, cool, einfach hin teleportieren. Easy to the peasy. Aber nein. So funktioniert es hier anscheinend nicht. Ich find's immer noch krass, Alter, dass ein Spiel von, ich weiß gar nicht von wann es ist, glaub 2011? Fragezeichen? Dass das immer noch so gut aussieht. Kann sich echt sehen lassen. Du hast ihn. Na los, gib ihn her. Erst Keith. Okay. Hinter der Tür. Eins muss man den Schlitzaugen lassen. Wenn sie dich ausweiten, dann wenigstens mit Stil. Stell dir vor, damit aufgeschlitzt zu werden, als wenn Shakespeare dich mit der Feder ersticht. Oh, Keith. Bitte nicht mehr, bitte. Ich flehe dich an. Ich halte es nicht mehr aus. Jason, du musst mich hier rausholen. Ich flehe dich an, bitte. Hol mich hier raus, Mann. Ich hol dich hier raus, okay? Ja, versprich's mir. Du musst es mir versprechen. Ja, also, deswegen, Mann, ich bin dankbar, klar? Und ich würde mich echt gerne bedanken. So richtig, so wie es sich gehört. Du Arsch, hast gesagt, wir können nein, gehen. Nein. Was ich sagte war, Keith kann mitgehen, aber du gehst nirgendwo hin. Wir gehen durch diese du Tür. Du gehst, wenn ich sage, du gehst. Ich nehme dich blutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Stirb endlich, du krasser Hurensohn! Das ist so krankes Vorspiel. Was? Ich hab dich. Jason. Ist er wirklich tot? Alles wird wieder gut. Komm mit mir. Ich kenne einen Ort, wo du sicher sein wirst. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ich mag das Walross am meisten, sagt Alice. Was? Wenn man sieht, er war... Warte, fuck! Daisy, Lisa und Oliver sind hier. Du bist in Sicherheit. Jace, du erzählst ihnen aber nichts, okay? Ist gut. Die Welt ist im Arsch, Mann. Ich dachte, ich hätte es im Griff.
Aber habe ich nicht. Pass auf, du wirst wieder ganz der Alte, ja? Das wird keiner von uns. Hör zu, ich hole Riley, dann sind wir schon bald wieder in Santa Monica. Riley ist tot. Tut mir leid. Er wollte abhauen und wurde erschossen. Keith? Tut mir leid. Keith! Bitte. Hey. Nicht Riley. Mann, was ist denn mit dir passiert? Ist eine lange Geschichte. Machen wir ihn sauber. Sie haben ihn getötet. War schon heute diese Schweine. Hat ihnen einer nicht gereicht? Ich kriege sie. Sie alle. Das schwöre ich. Hey. Jason, was ist? Riley ist tot. Du musst das verarbeiten. Bleib doch hier, ich helfe dir. Ich kümmere mich um dich. Das hat nichts mit uns zu tun. Was redest du denn da? Mein Bruder ist tot. Ich muss damit alleine fertig werden, okay? Okay. Ich bin hier, wenn du willst. Die ist aber auch ein bisschen kalt, muss man schon sagen. Ich meine, es ist nicht nur ein Bruder von uns tot, es sind beide Brüder tot. Wie krank ist denn das, Alter? So, weiche Landung beim Stürzen erleiden wir 25% weniger Schaden. Das ist doch super, gerade für uns. Und das Tattoo wird immer besser. Wir können bestimmt uns wieder einen Trip einfahren. Super geil. Kirche. Ja, hier läuft natürlich dann total Musik. Wow! Seht euch mal das Licht an! Weil ich natürlich die Musik aus hab. Aus Gründen. Okay. Und tschüss. Jason, hinter dir. Hier lang. Los jetzt. Tote Nutten, Zimmer 11. Was? Wir müssen weg. Yeah. Wir müssen weg. Schnell, 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 schnell. Ja, schon gut, muss ich schon gut. Komm schon. Wo verdammt ist er? Na komm, Tür aufhalten! Tür aufhalten! Yo, Jason, los! Steig ein! Geh zu, geh zu, geh zu! Musstest du ihn denn so trinken? Mal. Klar, musste ich. Absolut. Ich hab einen Fressflash, Mann. Ich brauch nur noch ein cooles Tattoo und die Reise war perfekt. Suchst du nach Yantra-Tattoos? Ja. Bin da ein super Typ bei der Siam BTS Station. Oh, hey. Übrigens, das ist Doug. Er ist DJ und echt voll in Ordnung. Hey, Doug. Hey, Doug. Hey, Doc. Jason sagt, ihr macht so eine Asientour. Ja, Bangkok ist unser letzter Stopp. Gute Wahl. Das Beste immer zum Schluss. Genau. So ist es. Und habt ihr sonst noch irgendwelche Pläne? Wir gucken einfach, wohin es uns verschlägt. Okay. Ihr habt doch Kohle. Kohle, oder? Ja, habt ihr genug, um ein Boot zu chartern? Der Typ, ja. Ich kenne so eine Insel. Könnt ihr alles machen. Wow. Na gut, also, wie wär's mit was Extremem? Fallschirmspringen? Geil. Nehmt einen Flieger und springt über der Insel ab. Das klingt doch mal super. Blind springen? Echt riskant. Oh, na komm. Ja, doch, ist riskant. Ihr könnt morgen los. Oh, komm, Babe. Warum bist du denn so ein Weichei? Alicia, das wäre perfekt. Das müssen wir einfach tun. Wir sind dabei. Also, wo ist die Insel? Alter, in welchem Stockwerk waren die denn, dass sie so lange nach unten fahren? Ohne Musik
eine sehr, sehr seltsame Szene in der Disco. Gebe ich schon zu. War schon ein bisschen strange. Mindestens im 50. Stock. Da haben wir noch einen Zeremoniendolch, Alter. Was? Das mit Red? Das mit Red, Leute! Ach ja. Bringt Citra den Dolch. Haben wir da einen Schnellreisepunkt bei Citra? Ich weiß ja nicht mehr, wo das war. Am Tempeltorweg. Im Chat wieder Link gelöscht, aber so wird's angezeigt. Was wird angezeigt? In dem 50. Stock? Also im Chat wird es auch nicht gelöscht. Wollte ich nur mal gesagt haben. Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Ja, kannst haben. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet! Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Varsh und Hoyt töten. Heute oder morgen? Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Okay. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Klar. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Mhm. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Okay. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Mhm. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder.
Held. Okay. Bekloppte. Das Ding ist, weil ja im Chat natürlich schon gespoilert wird, das ist so ein bisschen fragwürdig, ob ich eine Szene quasi aus dem Spiel zeigen kann. Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vars. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Deswegen werde ich wahrscheinlich einfach das da drüber blenden. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Wir sind erstmal auf dem Weg nach nach Rosthof. Plan. Ein Hinterhalt. Mehr Info brauchen wir nicht. So, zack, zack. Wildschwein. Wir brauchen ja immer noch Wildschwein. Wenn wir ein Wildschwein sehen, sollten wir das vielleicht mal erledigen. Wir könnten sowieso hier mal gucken, was wir hier noch haben. Such den seltenen Weißbauchtapir. Scheiße. Ich glaube, den Weißbauchtapir brauchen wir noch gar nicht. Hier war das Einhorn. Unsterblicher Bär. Schwarzer Panther. Goldener Tiger. Bärenfell. Das ist 100 Pro bei einem von den Teilen hier. Haut des Menschenfresser heißt. Dann lassen wir das mit dem Tapir erstmal. Sonst schleppen wir nämlich die ganze Zeit die Scheiße mit uns rum. Dingos brauchen wir. Und Beeren. Okay, das ist so ein Büffel. Ein bisschen Loot tut immer gut. Vor allen Dingen, ich renne hier so rein. Ich habe keine Ahnung, ist das hier gegnerisches Gebiet? Wenn ja, bisschen doof hier so rein zu rennen, aber passt schon. Wir sind hier über Rakyat unterwegs. Die warten in der Kirche auf mich. Kirche. Mit Petras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Alle Mann, auf die Position! Gut, dich zu sehen, Jason. Vars Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das T4? Ich mach das. Aber hallo. Aber hallo. Wir haben nicht viel Zeit, Jason. Leg das T4! Ich hab ne Idee. Ich leg das T4. Gelegt. Der Konvoi ist unterwegs. Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Ich hab zu tun, was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst doch zurück, oder? Ja. Okay, dann bis bald. Die verstehen das nicht. Ich weiß nicht, ey. Jason dreht langsam richtig frei. Wir brauchen dich am Wasserturm.
Zeit ist auf unserer Seite. Der Konvoi ist hier. Ich werde die Sprengsätze aktivieren. Die Jungs sind keine Piraten. Die sehen nicht aus wie Vars Männer. Tu dir einen Gefallen und gib endlich auf. Mann, oh Mann. Was zur Hölle sind die Kerle? Sie sehen organisiert aus. Was für Soldaten sind sowas? Ich bin voll konzentriert hier. Ich lauf ihm nach. Als ob ich da jetzt noch rankomme oder was. Der ist doch bestimmt schon eine Million Kilometer entfernt. Das kann nur gut werden. Das kann nur richtig gut werden. Lief doch wie geplant. Fast. Hey Jason. Oh. Das kam unerwartet. Was ist da los? Habe ich dir schon mal gesagt, dass die Definition Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. So, boom, abgeknallt. Das Ding ist, okay, er hatte recht. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Und dachten, dieses Mal wird anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Hirn? Glaubst du etwa, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. What the fuck? Ich chill, Mann. Beruhig mich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist, getötet habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay. Es ist wie Wasser unter einer Brücke.
Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Oh, Scheiße! Wow! Ich hämmere leer. Hört man. Mir reicht's mit diesem Hurensohn. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Leck mich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. What the fuck? Ich habe gar keine Waffen mehr. Der Helikopter. Haben Sie sicher die anderen Krieger hingebracht? Jetzt bist du dran. Scheiße. Hallo, kannst du mal vielleicht irgendwas machen, du Spinner? Wir sind tot. Wow! Keine Munition mehr! Oh, Sniper! Alter Schwede. Scheiß Alarm. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Es war epic, Alter. Der Heli. Keine Zeit verlieren. Fuck it. Das ist einfach kakometrisch abrofuckig, Alter.
diese Krieger nimmt er nicht mit. Wir versuchen jetzt einfach mal unentdeckt da reinzukommen. Weniger Zeitdruck, alles cool. Ich glaube, so schaffen wir es deutlich besser. Der Helikopter, da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Hauptsache unsere scheiß Kamera haben wir noch. Sag mal, die ganzen anderen 5000 Leute, die uns angegriffen haben, die sind hier gar nicht, oder was? Ich vermisse jetzt gerade extrem meinen Pfeil und Bogen. Das kam von da drüben. Ist natürlich jetzt wieder mal super gewesen. Wir haben eben gerade Munition gekauft, stimmt. Wo bist du hin, Weißbrot? Weiß ich nicht, ich bin hier gar nicht. Kann ich mich nicht verstecken, Weißbrot? Ich überlege, ob wir erstmal auf den Alarm schießen. Wenn wir den dann von hier überhaupt erwischen können. Wahrscheinlich eher weniger. Glaube ich besser, wenn wir uns die hier hinten schnappen. Zusammenreißen, das kannst du doch. Das war schlecht. What? Ich werde dich aufhalten. Ach komm! Heli, keine Zeit verlieren. Ich gehe an das Ziel. Scheiße, ich dachte, ich habe noch Handgranaten. Einfach nur krass, was hier abgeht.
Aber wir haben ja noch 3 Minuten 28. Jetzt bloß nicht hetzen, Alter, dann schaffen wir das. Headshot. Und auch da Headshot. Und dann haben wir das Problem nur noch mit dem Großen. Lässt er sich nicht ablenken? Wir müssen irgendwie rankommen. Ich versuche hier mit einem Takedown zu machen. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance. Weil der hat einfach viel zu viel Leben für uns. Das hat super funktioniert! Das machen wir jetzt immer so. Und zum Henker. Blöder Arsch. Ich versuche, einen Takedown zu machen. Gar nicht gut. Mein Zeh. Oh nein. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Oh shit. Das ist hier alles Zitat von Alice im Wunderland. Fuck!
Toten zurück! Dennis! Jason! Dennis! Wie ist das möglich? Alter, wie krass. Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Aber es war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag Citra, ich komme. Okay, ich sag's dir sofort. Schönes Feuerzeug. Von den Piraten zurückholen. Schönes Feuerzeug, aber es ist scheiße. Es funktioniert nicht. Kannst du wieder haben. Oh, was, wenn du nur gewusst hättest, Alter. Wenn du nur das gewusst hättest. Durchsuche das Lager nach Ausrüstung. Wir haben nicht mal unseren Fotoapparat diesmal dabei. Verdammt viele Typen. Mir reicht mit diesen scheiß Rebellen. Was? Nee, Jason. Nicht was. Was war das? Ich glaube, die Nutte hat mir einen Tripper verpasst. Kommt da jemand? Eine Stripperin, hoffe ich. Oh Gott. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Guck, er sieht uns nicht. Leute, er sieht uns nicht. Ja, natürlich, da kommt so ein Fetter, ist klar. Ich habe nicht mal ein bisschen was zum Schießen, aber da kommt so ein Fetter mit einem MG. Es ist. Wo zum Henker? Damit bei dem was anrichten können? What the fuck? Beste Waffe, Alter! Leuchtpistole! Läuft bei uns, würde ich sagen. Das ist doch völlig krank, Alter. Was heißt denn der arme Hund? Hallo? Jason, ich muss dich warnen. Was ist ein großer Krieger?
Aber Hoyt ist wie ein Dämon. Viele Rakyat haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst war's, dann Hoyt. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Und? Ich brauche nicht lange, um die alle zu killen. Die sollen sich einfach nur hintereinander hinstellen. Und das war's dann. Das war's dann. Verstehst du? Leute, wie es hier weitergeht, wie viel Chaos wir noch verbreiten werden und vieles mehr, seht ihr in der nächsten Folge von Far Cry 3. Sieht so geil aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.